Also das meiste, 80% besteht eigentlich aus Müll, das was tagtäglich weggeschmissen wird. Das Einzige, was nicht aus Müll besteht, ist eigentlich der Klebstoff. Ja, es gibt halt einfach in unserer Gesellschaft, in der Zeit, in der Geschichte irgendwann einen Punkt, wo die Wertschätzung von Qualitätsschuh verloren gegangen ist. Aber es wäre doch viel schöner zu sagen, den Schuh, den ich jetzt eingetragen habe, nochmal auffrischen zu lassen und dann weitertragen zu können. Oder den Schuh erst gar nicht so billig zu produzieren, sondern so zu produzieren, dass er einfach hält. Ja, das wäre schön.